Und wir bleiben thematisch gleich bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben und bei weiteren Baustellen. Auf die Verkehrsteilnehmer, vor allem die Autofahrer in Innsbruck, kommen nämlich noch mehr Behinderungen zu. Hauptsächlich in Pradl und der Reichenau, zwei Großbaustellen des 400-Millionen-Euro-Projekts Ausbau Straßenbahn und Regionalbahn sind der Grund. Zudem gibt es weitere Baustellen an den Stadträndern und rund um die IVB-Zentrale. Im Innsbrucker Stadtgebiet werden insgesamt rund 12 Kilometer Straßenbahnstrecke zwischen Kranebitten und dem Odorf neu gebaut. Harald Murer ist der Projektleiter der IVB für die Regionalbahn. Er zeigt Tirol heute, was bis Ende des kommenden Jahres konkret umgesetzt werden soll. Eine der beiden innerstädtischen Großbaustellen gibt es im Stadtteil Pradl. Die Amraser Straße gilt als der neuralgische Punkt, was die Umleitung des Pkw-Verkehrs angeht. Im Bereich der Amraser Straße haben wir uns lange überlegt, wie wir diese Baustelle abwickeln können, sodass wir effizient und schnell vor allem diese Baustelle abwickeln. Durch diese Vollsperre, die wir jetzt haben, ausgenommen der Lieferanten und Anrainer, die natürlich zufahren können, haben wir den Vorteil, dass wir sowohl die Leitungsarbeiten als auch unsere Gleis- und Straßenbauarbeiten innerhalb eines Jahres durchführen können. Sonst hätten wir 2 Jahre dafür in Anspruch genommen. Die zweite Großbaustelle ist zwischen der Reichenauer Straße und dem Olympischen Dorf nötig. Auch hier müssen die Autofahrer längerfristig mit Behinderungen rechnen. In der Reichenauer Straße sieht die Situation derzeit so aus, dass wir eine durchgehende Fahrspur in beide Fahrtrichtungen offen halten können. Es wird im Bereich der IKB-Baustelle im unteren Bereich, also ab der Radetzky-Straße in den Sommermonaten, eine kurze Einbahnregelung über 2 Monate geben, um eben dort in den Engstellen die Kanäle verlegen zu können. Aber wir trachten natürlich danach, dass wir 2 Monate diese Baustelle abschließen können und prinzipiell diese 2 Fahrspuren offen halten können. Auch am westlichen und am östlichen Ende der Landeshauptstadt, wie hier im Olympischen Dorf, wird gebaut. Dort entstehen die vorläufigen Endhaltestellen der neuen Straßenbahn. Der Endausbau führt dann über Innsbruck hinaus. Ab dem Olympischen Dorf wird es dann eine Verlängerung geben. Das ist jetzt die zukünftige Linie 5, die dann hinunterfahren wird bis zum Ruhmerhof, also bis zur ÖBB-Haltestelle und dort die Verknüpfung darstellt mit der ÖBB. Und auf der anderen Stadtseite im Westen draußen wird dann verlängert von der Technik jetzt bis hinaus nach Völs, wo wir ebenfalls wieder die Verknüpfung mit der ÖBB haben und so die Pendler direkt in die Stadt hereinführen können. Nahe der IVB-Zentrale entsteht schließlich die neue Remise der IVB für die neuen zusätzlichen Straßenbahnen. 32 Straßenbahngarnituren gibt es derzeit. Bis das Projekt Ausbau Straßenbahn Regionalbahn neu abgeschlossen ist, kommen 20 weitere dazu.